Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir den Wagen ABVMZ 227, ein Prototyp von LHB, einer Lokfabrik, aus. Jetzt als Modell von Rocco mit der Artikelnummer 44640. So, schau mal rein, das Packe. So, schauen wir mal, das aufbekommen. Schon wieder so etwas von eingepackt in allem. So. Na, jetzt kommt es langsam zum Vorschein hier. Ein Wagen, der nicht neu ist. Also, den gibt es im Moment jetzt halt nicht neu zu kaufen, denke ich mal. Es ist ein alter Wagen, den wir auch gebraucht erworben haben jetzt. Halt. So. Ja, hier. Die Rechnung, das ist jetzt nichts für das Video. So, da ist er ja. Hat uns jetzt 37 Euro gekostet, diese Packung. Ja. Ja, also der Wagen ist im Vorbild mit der Zusammenarbeit der DB und später auch mit Eurofima entwickelt worden und die natürlich die Wagenfabrik LHB, eine Reihe von Prototypen, der Wagen mit erster und zweiter Klasse. Immer schwer nicht rauszufahren, das ist ganz einfach nicht. So, jetzt. Okay, also. Hier sind Zurüstteile. Und hier sind Zurüstteile. Ja. Sonst ist da jetzt nichts mehr wirklich Spannendes drin. Hat jetzt, glaube ich, keine Mängel oder irgendetwas aufzuweisen. Ja. Der Wagen war in der ersten und zweiten Klasse Bestuhlung war der ABVMZ 227, der hier, vor 1976 war die Bezeichnung ABWÜMZ, glaube ich. Ich habe es mir ja aufgeschrieben, die Bezeichnung ABWÜMZ. Ich
denke mal WMZ 227. Ja. Ja, die Wagen wurden dann ab 1972 in Nationalzügen und nationalen und internationalen D-Zügen eingesetzt und waren quasi die Vorläufer der bekannten Eurofima-Wagen. Wir haben uns diesen Wagen zugelegt, weil wir den öfters in Fotos, auf Fotos von alten Zügen gesehen haben, wie sie durchs Allgäu gefahren sind, weil wir ja auf unserer Anlage das Allgäu darstellen, denke ich mal, dass der Wagen keine schlechte Entscheidung war, den noch zu kaufen. Ja. Wie gesagt, ich denke, wir haben den gebraucht gekauft. Den gibt es jetzt halt gerade nicht. Es ist keine Neuauflage. Es ist, ja, ist schon lange auf dem Markt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Unboxing. Ist jetzt nichts Großes gewesen, aber ja, auf jeden Fall ein schöner Wagen. Dann wünsche ich euch, ich hoffe, das Video kommt am 24. raus. Wenn nicht, einen Tag später. Eine wunderschöne Bescherung, einen wunderschönen 24. und schöne Weihnachtsfeiertage. Dann sehen wir uns im neuen Jahr oder vielleicht noch in diesem Jahr für ein Abschiedsvideo wieder. Ciao.